Nicht alle Neuen konnten bei Aarau heute mittun. Mikkels und Djuric waren noch nicht spielberechtigt. Und in der Innenverteidigung beschäftigte Aarau wieder die beiden Jungen, Jäckle und Thaler. Einer der beiden steht beim ersten nennenswerten IB-Angriff auch gleich im Fokus. Thaler erschreckt schon mal seinen Torhüter. Aus der Rubrik Kuriositäten oder mindestens dem Versuch dazu, der Aarau-Konter mit Andris Versuch aus 40 Metern, das war aber doch etwas zu optimistisch. Aber es war zumindest etwas Unterhaltung in einer von Taktik und Vorsicht geprägten Startphase. IB eindeutig mehr in Ballbesitz und Lecak mit einer ersten schön herausgespielten Chance. Die 22. Minute. IB legt nach. Mit Steffen, Costanzo, immer noch 0:0. Aber Joel Mall muss schon eine Glanzparade bieten. 4 Minuten später, IB im Vorwärtsgang. Costanzo mit dem Super-Timing auf frei. Kubo vergibt das längst fällige erste Tor. Es fällt in der 35. Minute, aber andersherum. 0:1 nach diesem Lüscher-Freistoß. Und der Torschütze, richtig, es ist Singer. 0:1, unerwartet, aber nicht unverdient. Wieder mal trifft Aarau mit einer Standardsituation. IB geschockt. Ballverlust im Mittelfeld. Gigax. Mit sehr viel Platz. Und Vogel. Dann die Nachspielzeit zur ersten Hälfte. Aarau jetzt im Aufwind. Die IB-Abwehr alles andere als sattelfest. Gigax an die Latte. Glück für IB. Uli Forte jedenfalls ist gefordert. Er stellt auf eine Dreierabwehr um und bringt Nuzzolo. Und der profitiert von einem Missverständnis in der Aarau-Abwehr. Wobei, profitiert nicht ganz stimmt, es bleibt beim 0:1. Dann die 51. Minute. IB erhöht den Druck weiter. Und wieder kommt Nuzzolo an den Drücker. Freigespielt von Sutter, frei verpasst und Kubo trifft. 1:1 in der ersten Halbzeit hatte Kubo eine ähnliche Situation vergeben. Jetzt ist der Ball drin. 1:1. Die 63. Minute. Gajic mit einem perfekt getimten Freistoß auf Nuzzolo. Ein Zweikampf, der harmlos aussieht, setzt eine Viertelstunde vor Schluss sowohl Bürki als auch Garac außer Gefecht. Und weil das Wechselkontingent schon erschöpft ist, spielen 10 gegen 10 das Spiel zu Ende. Und IB drückt. In der 89. Minute diese Aktion. Garat, Latte. Der Super-GAU bleibt Aarau erspart. Es bleibt beim 1:1 Schlussresultat. Glücklich mit dem einen Punkt ist vor allem Aarau. Ja, glaub, vom Spielverlauf her sind wir zufrieden. Es war so, dass wir ganz gute Matchs hatten. Gute Aktionen hatten. Dann haben wir zweimal richtig Glück gehabt. Zwei, drei Mal, wo wir in Rückstand geraten könnten. Schiessen dann eigentlich aus dem Nichts aus 1:0, müssten aber vor der Pause noch 2:0 machen. Und nach der Pause war IB klar besser in der zweiten Halbzeit. Wir sind fast zu tief gestanden. Am Schluss noch mit 10. Also am Schluss kann man sicher zufrieden sein mit dem Punkt. Aufgrund von der zweiten Halbzeit hätten wir unbedingt müssen, den zweiten Treffer erzielen. Wir hatten so viele Chancen gehabt. Wir hatten ganz viel Ballbesitz gehabt. Wir hatten auch Chancen, wo wir allein vor das Goal kommen. Da hätten wir natürlich effizienter müssen sein, damit wir den Sack hätten können zumachen. 1:1 Tore, 1:1 Lattentreffer, je ein Punkt. Das ist die Bilanz von IB Aarau.